Hi Leute! Hi! Und willkommen zum neuesten Video. Wir haben uns letztens gefragt, ob nur wir und unsere User so versaut und verdorben sind oder ob die restliche Welt auch so tickt. Und haben uns mal informiert, welche Stars es so gibt mit abgefahrenen Fetisch und sind da auch ganz schön fündig geworden. Ne? Mhm. Erschreckend viel, ja? Ja. Genau, und zwar haben wir uns hier ein paar rausgesucht. Die erste ist Amber Rose. Ja. Und zwar liebt sie es, vor dem Spiegel Sex zu haben oder zu masturbieren. Echt? Sie findet das total geil, wenn man sich selbst dann dabei anguckt. Und dabei geht es dann nicht nur darum, wirklich den Sex zu beobachten, sondern sich selber halt dabei zu beobachten. Ja. Also sie sagt auch, sollte jeder mal ausprobieren, das ist total toll. Amber Rose, das ist doch die mit dieser Kurzhaarfrisur, glaube ich. Genau, ne? Das Model ist das, genau. Ja. Ja, ist die so selbstverliebt? Ich meine, die sieht gut aus, kann ich mir gut vorstellen. Aber das klingt schon fast ein bisschen typisch, ne? Für jemand, Models sind ja immer selbstverliebt, ja, denkt man sich ja. So. Klingt schon sehr narzisstisch ein bisschen, muss man sagen. Ja. So selbst vorm Spiegel masturbieren. Hab ich auch schon gehört, dass das Leute machen, auch schon User von mir. Habe ich gesehen dabei, die ihre Cam starten. Ja, doch, da muss man sich selbst echt gut finden, ne? Ja, wie gesagt, Models. Ja, Models halt, ne? Genau. Ja, ich habe über Robert Pattinson was rausgefunden. Mhm. Der steht nämlich ziemlich auf Achseln und Achselschweißgeruch und hat anscheinend auch mit Kirsten Stewart, wenn ihr nicht wisst, wer Robert Pattinson ist, also gerade seit Twilight kennt den gefühlt eh jeder. Er war wohl auch mal Batman. Den kennt man schon, hat ein ziemlich markantes Kinn, ist ein ziemlicher Teenie-Schwarm von vielen gewesen. Ja, und der steht auf Achsellecken und Achselgeruch. Und er hat Achsellecken sogar? Ja, Achsellecken auch, ja. Also Körpergeruch ist ja die eine Sache, ne? Das ist ja bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, noch natürlich irgendwie. Aber Achsellecken ist schon... Ist schon wild, ne? Mhm. Aber ich habe auch einige User, die drauf stehen. Ja, habe ich auch schon. Ja. Ja, krass, aber das denkt man immer nicht von sich Stars, ne? Ja, kommt immer mal wieder vor, ne? Also ich habe mich auch schon häufig gefragt, wie man auf den Geschmack kommt, ne? Ist ja nochmal ein bisschen was anderes als so eine Brust, ne? Aber ja, irgendwie halt auch so ein Körperteil, das man nicht so oft sieht, ne? Außer vielleicht beim Volleyball. Da ist man gut aufgehoben mit dem Fetisch. Mhm. Und habe das immer mal wieder, dass ich dann schön meine Achseln präsentiere, auch mal selber dran schuppern oder dran lecker, ne? Auch schon gemacht. Ja, ich bin mir zu nichts zu fein, Leute. Mit mir kann man Spaß haben. Und habe ich dir schon die Achseln geleckt? Ich glaube noch nicht. Wird vielleicht mal Zeit. Kommt auf die To-Do-List. Vielleicht muss ich mal ausprobieren bei jemand anderem und komme dann auch auf den Geschmack. Kann ja sein, ne? Wen haben wir denn noch? So, genau, der nächste oder die nächste ist Heidi Klum. Die Heidi, ja. Und zwar noch relativ langweilig steht sie total auf Latex und Leder, aber auch wirklich sehr ausgefallene Sachen. Mhm. Das macht sie halt mit ihrem Matten Tom Cowlitz sehr gerne. Mhm. Aber mit dem Ex-Mann Seal hatte sie immer gerne Sex im Wandschrank. Im Wandschrank? Ja, okay. Ja. Die fanden das total geil, wirklich im Wandschrank, geschlossen, im Dunkeln, auf kleinem Raum irgendwie Sex zu haben. Okay. Ich stelle mir gerade eigentlich Heidis Wandschrank ziemlich groß vor. Die haben doch alle eigentlich so einen begehbaren Wandschrank. Ja, das habe ich auch zuerst gedacht, aber es ist wohl tatsächlich so dieses im kleinen Raum. Ich weiß nicht, ob die Klamotten dann auch noch irgendeine Rolle spielen, auf den Textilien, aber... Dass das Sex auch so sehr beengten Raum mag, die... Anscheinend, ja. Da kann man sich auch schon mal in begehbaren Kleiderschrank so ein kleines Schränkchen hinstellen, wenn man das mag, ne? Wahrscheinlich hat sie das auch gemacht. Ja, los. Wild, okay. Mhm. Interessant. Ja, da rabbelt der Schrank bestimmt ordentlich, wenn die da drin im Ziel zugange ist. Klingt bestimmt gut. Oder jetzt mit Tom Cowlitz. Ja, Angelina Jolie lässt auch ordentlich krachen. Ich glaube, jeder kennt die. Mhm. Brauche ich nicht erwähnen. Also die Ex-Frau von Brad Pitt. Die steht anscheinend ziemlich sehr auf Sadomaso-Sex und auf Blut. Das hat sie wohl schon in ihrer Teenie-Zeit rausgefunden, dass sie da eine sehr große Vorliebe hat und hat es auch mit ihrem ersten Mann sehr ausgelegt und praktiziert. Mhm. Und dann später, wo sie mit Brad Pitt zusammengekommen ist, hat sie es für ihn quasi aufgegeben. Aber das ist natürlich schade, ne? Ja, wäre das was für dich, für einen Partner so deinen Fetisch aufzugeben, wenn der den nicht teilt? Das ist halt ein schwieriges Thema, ne? Also so ein Fetisch, das ist ja meistens so eine tief sitzende Lust, die man ja eigentlich nicht aufgeben will. Ja. Aber wenn man irgendwie den richtigen findet, das ist halt immer ein Problem. Ist halt die Frage, ob es dann der richtige ist, ne? Also ja klar, muss man sich dann auch fragen, was genau da nicht passt oder nicht stimmt. Genau, also ich denke mir, das ist sehr, sehr schwierig, ne? Wenn es halt auf allen Ebenen richtig stimmt, aber irgendwie der Fetisch nicht geteilt werden kann, ist
schade, ne? Also da muss einer sich entweder einschränken oder andere muss was machen, worauf er keine Lust hat. Das ist blöd, ne? Also, ja, das stelle ich mir echt scheiße vor. Ja, schwierig. Aber ich glaube, bei denen ging es aus anderen Gründen dann auseinander später, ne? Ja, gut. Naja. Das war sowieso immer noch mal so eine Sache. Genau, und so passend zum Thema, Shaquille O'Neal, die Basketball-Legende. Oh, der Riese, ja. Genau, da steht nämlich auch auf Blut, aber nochmal ein bisschen anders, und zwar auf Periodenblut. Periodenblut? Genau, also er steht total drauf, seine Freundin zu lecken, wenn sie gerade ihre Tage hat. Nee, oh, das ist ja zum Beispiel was, das ist total verboten auf den meisten Livecam-Webseiten, ne? Das praktizieren wir dann auch nicht. Und ja, es ist auch schon sehr, sehr speziell. Das ist wirklich ja, sehr speziell. Genau, also so als M und mit Blut ist ja noch die eine Sache, aber ja. So Periodenblut. Ist auch unhygienisch, stelle ich mir vor, oder? Ja, also ich habe das schon öfter auch gehört, dass Menschen das irgendwie geil finden, aber ich glaube, ganz so verbreitet ist es tatsächlich auch nicht. Also auf jeden Fall nicht so sehr wie mit normalem Blut. Ja, also ich wurde auch schon das ein oder andere Mal danach gefragt, ne, wo ich dann halt natürlich ablehnen musste. Mhm. Für mich fällt es so fast in die Kategorie wie so KV und NS irgendwie, ne? So Toilettengeschichten einfach, ne? Ja, alles, was ins Klo gehört, ja. So schön sagt. Ja, das, ja, das stimmt, das kommt schon, finde ich, auch mit in die Kategorie, ja. Ja. Hm. Dann ist ja der nächste echt harmlos, da habe ich den Quentin Tarantino, der ist ja ein berühmter Filmemacher und bekennender Fußfetischist, also fällt auch immer mal wieder das auf. Das hätte ich gar nicht gedacht. Oh, echt nicht? Nee. Ja, gerade wenn man es weiß, vielleicht fällt einem das noch mehr auf, ja. Dass er bei sehr vielen Serien und Filmen, wo er produziert, immer mal wieder den Fokus auf Füße legt. Ne? Also, dass die immer mal wieder in Szene gesetzt werden oder mit einbezogen werden in die Handlung. Mhm. Also, ja, der lebt seinen Fetisch und seinen Beruf schön zusammen aus, anscheinend teilweise. Und ja, und er steht auch dazu. Ich glaube, das ist so der prominenteste Fußfetischist, den es wahrscheinlich gibt. Und da macht er keinen Hehl draus. Der bekennt sich auch schon lange dazu. Und ja, finde ich, heutzutage ist es auch nicht so aufregendes mehr, ehrlich gesagt. Ist ja auch sehr, sehr gängig eigentlich. Genau, also haben ja sehr, 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 sehr viele Menschen den Fetisch. Ich kenne sogar teilweise Frauen, die einen Fußfetisch haben. Ne? Mhm. Und natürlich größtenteils sind es Männer. Auch bei unserer Userschaft sind ja sehr viele Fußfetischisten dabei, wo man dann regelmäßig Fußcontent extra macht. Ne? Ja gut, wir haben auch hauptsächlich männliche Kunden. Ne? Es wäre jetzt auch immer interessant, ob es vielleicht auch genauso viele Frauen gibt, die darauf stehen. Genauso viele glaube ich nicht, aber es gibt schon ein paar. Ich dachte früher, es gibt gar keine, aber ich habe mich da mal mit einer unterhalten, die meinte, sie lutscht extrem gern von ihrem Freund die Zehen zum Beispiel. Und das macht die total geil. Ja, habe ich auch schon von Frauen gehört. Ja. Aber man hört es sehr viel seltener, muss man sagen. Ne? Ich finde auch Frauenfüße einfach schöner. Vielleicht liegt es daran. Man kann halt mit Nagellack alles schön herrichten. Die sind meistens kleiner und zierlicher. Mhm. Ja, und so ein Männerfuß. Ja. Das finde ich jetzt nicht so sexy. Da gibt es bessere Stellen am Mann, die mir gefallen. Ja, das sowieso. Und auch an Frauen. Also ich finde auch schöne Füße nett, aber ich gucke dann eher drauf, oh, was hat die für einen Nagellack drauf? Könnte ich den auch benutzen? Ja. Ja, dann haben wir hier noch einen, und zwar Ricky Martin. Oh. Das ist ja ein Sänger, der gerne Spanisch singt. Der macht so romantische Lieder. Kommt, genau. Mhm. Genau, und der liebt total Natursex. Sekt. Genau, und zwar hauptsächlich den aktiven Part, also er mag es eher, andere anzupinkeln. Ah, okay. Und das Interessante finde ich noch, er mag das total gerne unter der Dusche, mit der Begründung, weil er es geil findet, diese verschiedenen Temperaturen zu spüren. Echt? Also, dass man da nochmal so richtig spürt, was ist jetzt der Natursekt und was ist das Wasser. Okay. Ist da ein Kaltduscher? Weil, nö, das nicht, aber es ist ja trotzdem nochmal so eine leicht unterschiedliche Temperatur. Ah, okay. Und das, also... Ich weiß nicht, das finde ich nochmal ein bisschen speziell irgendwie. Ja, ich glaube, er hat auch einen Partner, ne? Ich glaube, er ist schwul. Ja, genau, der ist auch schwul, ja. Okay, und dann sind die zusammen unter der Dusche und er will bevorzugt ihn anpinkeln dann. Genau, quasi. Also er steht generell auf diesen Fetisch, das heißt wohl auch nicht nur unter der Dusche, aber das ist nochmal so der besondere Kick dabei für ihn sozusagen. Ja, ach, interessant, okay. Ja. Das hätte man nicht gedacht, dass ein Schmusesänger sowas macht. Ja, wir haben ja auch neulich einen heißen Duschclip gedreht, ne? Mhm. Da wurde es auch ganz schön nass, aber da gab es kein NS, da gab es was anderes. Wunder. Vielleicht kennt ihr den Clip schon, ich weiß ja nicht, wann wir das Video hier hochladen. Aber falls noch nicht, Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr auch uns unter der Dusche sehen. Und
in diversen anderen Lebenslagen. Ja, schaut gerne rein. Ja, und könnt uns ja gerne wissen lassen, ob ihr auch irgendeinen verrückten Fetisch habt, wo man noch nicht davon gehört habt, oder ob ihr auch irgendeinen Promi kennt, den wir jetzt nicht aufgezählt haben, der aber total bekannt ist dafür, dass er irgendwas Abgefahrenes gerne im Bett macht. Ja, dann freuen wir uns über ein Abo, über ein Like und einen Kommentar natürlich für den Algorithmus. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.